Hallo zu diesem Lecture Clip. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man die Abweichungsanalyse für Kostenträger vornimmt. Zunächst besprechen wir mal die Grundlagen. Bei der Abweichungsanalyse auf Kostenträgerebene geht es für uns immer darum, dass wir eine geplante monetäre Größe, zum Beispiel einen geplanten Deckungsbeitrag hatten oder einen geplanten Preis hatten, und dass wir eine geplante Mengengröße hatten. Und zwar zum Beispiel eine geplante Absatzmenge oder aber auch der geplante Verbrauch beim Material oder geplante benötigte Stunden. Nun ja, beides haben wir dann immer Ist-Größen. Das heißt, sowohl für die monetäre Größe eine Ist-Größe, also was tatsächlich dann an monetäre Größe anfiel, zum Beispiel wie hoch der Preis von einem Material, das wir eingekauft haben, eben tatsächlich war im Vergleich zum Plan. Und wir haben auch die Ist-Größe bei der Mengengröße. Also zum Beispiel, was wir tatsächlich an einem Material verbraucht haben. Ja, wir können das hier in dieser Grafik sehr schön erkennen, eben dass wir einerseits Plan monetäre Größe mal Planmenge haben, diese blaue Fläche hier, und das entspricht somit den geplanten Materialkosten zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Material bleiben. Nun haben wir dann zwei Typen von Abweichung, nämlich die eine ist dadurch bedingt, dass die Menge sich verändert hat. Das sehen wir hier, der Unterschied zwischen Plan und Ist-Menge. Ja, bei Planpreis, wenn wir mal dabei bleiben, haben wir hier dieses grüne Rechteck. Und diese Änderung, diese Steigerung bei den Kosten zum Beispiel, die passiert nur mal dadurch, dass sich die Menge ändert, eben von Plan zu Ist-Menge. Die zweite Art von Abweichung ist die, die durch die monetäre Größe bedingt ist. Also wenn wir zum Beispiel beim Preis vom Material bleiben, dann haben wir geplant mit einem Preis und wir sehen hier, dass der tatsächliche Preis höher war. Und durch diesen Anstieg beim Preis kam es zu einer Abweichung, dargestellt hier durch die rote Fläche. Und wenn man genau wäre, müsste man sagen, diese Fläche, dieser Bereich hier, wird ja bedingt dadurch, dass sich sowohl die Mengengröße als auch die monetäre Größe ändert. Allerdings verwenden wir verwenden hier die kumulative Methode, das heißt eine Methode, bei der wir diese Abweichung höherer Ordnung, zweiter Ordnung nennt man das, dieses Kästchen quasi zur Preisabweichung oder zur monetär bedingten Abweichung dazuzählen. Das heißt, die Abbildung schaut immer so aus, dass wir hier diese große rote Fläche haben, eben die durch die monetäre Größe bedingte Abweichung, und wir haben hier diese ein bisschen kleinere durch die Mengengröße verursachte Abweichung, die hier grün dargestellt ist. Ja, das ist mal die Grundlage, und jetzt schauen wir uns das konkret mit einem Beispiel an, was wir da für verschiedene Abweichungen unterscheiden können, eben alles auf Kostenträgerebene, das heißt immer jetzt für ein Produkt, für ein Stück betrachtet. Zunächst können wir unterscheiden die Preisabweichung und die Verbrauchsabweichung. Dazu sehen wir uns mal folgendes einfaches Beispiel an. Es ist folgende Entwicklung bei den Kosten für das Produkt XY bekannt. Wir haben einerseits Materialkosten, da hatten wir geplant 540 Euro und Ist haben wir 560 Euro. Und andererseits haben wir Fertigungskosten, die wir mit 420 Euro geplant hatten und nun tatsächlich 468 Euro betragen. Zusätzlich ist Folgendes bekannt. Wir wissen, beim Material, also das Material, das ist jetzt das, woraus sich diese Materialkosten zusammensetzen, da haben wir mit einer Menge von 18 Kilo geplant und wissen, die tatsächlich verbrauchte Menge pro Produkt ist jetzt 20 Kilogramm. Beim Preis hatten wir geplant 30 Euro pro Kilo. Tatsächlich ist der Preis aber ein bisschen gesunken, der beträgt nur noch 28 Euro pro Kilo. Ja, das sehen wir hier mal beim Material. Bei der Fertigung haben wir gegeben, dass wir geplant hatten, 6 Stunden pro Stück zu benötigen. Nun tatsächlich benötigen wir ein bisschen länger, wir benötigen 6,5 Stunden. Beim Verrechnungssatz haben wir geplant, dass wir 70 Euro benötigen, tatsächlich, oder dass der, sagen wir so, dass eine Stunde quasi uns 70 Euro kostet, so richtig sagen, und tatsächlich sind es aber nun 72 Euro, die dieser Verrechnungssatz beträgt, was also eine Stunde kosten wird. Und wenn ich das jetzt weiß, diese Angabe, damit können wir zunächst mal die Preisabweichung und die Verbrauchsabweichung berechnen. Und diese beziehen sich immer auf die Einzelkosten. Und Einzelkosten in dem Fall sind hier Materialeinzelkosten. Also dafür können wir eine Preis- und eine Verbrauchsabweichung berechnen. Schauen wir uns dafür wieder diese Abbildung an. Wir haben jetzt hier bei der monetären Größe den Preis stehen, das heißt diesen Materialpreis. Und wir haben hier bei der Mengengröße den Materialverbrauch stehen auf dieser horizontalen Achse. Da sehen wir jetzt die geplante Menge und die Ist-Menge.
Die Planmenge war eben 18 Kilogramm, die Istmenge sind 20 Kilogramm. Ja, und die Veränderung von der Menge mal dem geplanten Preis, die ergibt uns hier dieses grüne Kästchen. Ja. Ich kann es auch hier mal mathematisch ausdrücken, die Verbrauchsabweichung, das grüne Kästchen ist die Planmenge minus der Istmenge, also die Differenz aus Ist und Planmenge, mal den Planpreis. Der Planpreis ist hier gelegen, das ist genau die Höhe von hier bis hier des grünen Kästchens. Das ist die Verbrauchsabweichung, also die Abweichung bei den Kosten, die dadurch entstanden ist, dass wir mehr verbraucht haben als geplant. Die könnte genauso dadurch entstehen, dass wir weniger verbrauchen als geplant, dann wäre sie positiv. Schauen wir uns dann das zweite, die Preisabweichung an, hier rot dargestellt. Wie können wir die nun berechnen? Nun ja, grafisch ganz einfach, wir brauchen die Differenz aus Planpreis und Istpreis. Das ist hier die Höhe von diesem Kästchen und das müssen wir multiplizieren mit der Istmenge, weil das die Länge ist, von hier bis hier, diese Abweichung. Und auch mathematisch dargestellt, also Planpreis minus Istpreis mal der Istmenge ergibt uns die Preisabweichung. Wegen den Vorzeichen, man kann sich entweder diese Formeln hier auswendig merken oder man rechnet einfach diese Kästchen aus und merkt sich, wenn eine Abweichung positiv sich auf den Gewinn auswirkt. Also das wäre hier, wenn die Abweichung bewirken würde, dass unsere Kosten sinken. Dann hat sie ein Plus, ein positives Vorzeichen. Wenn sich die Abweichung negativ auf den Gewinn auswirkt, also zum Beispiel wenn hier die Kosten fürs Material steigen durch diese Abweichung, dann hätte sie auch ein negatives Vorzeichen, also ein Minus. So einfach kann man sich das merken, das gilt immer bei Abweichungen. Das Vorzeichen gibt uns an, wie die Wirkung auf den Gewinn ist. Wenn wir jetzt die Preisabweichung ganz konkret ausrechnen für dieses Beispiel, dann brauchen wir benötigen wir die Differenz zwischen Ist- und Planpreis. Nun ja, und Istpreis sind 28 Euro, Planpreis sind 30 Euro. Die Differenz davon sind 2 Euro mal der Istmenge und die Istmenge ist also diese Breite von hier bis hier und die Istmenge, können wir hier in der Tabelle nachsehen, ist 20 Kilogramm. Und ja, ich rechne 30 minus 28 mal den 20 Kilogramm und erhalte eine Preisabweichung von plus 40. Ja, der Preis ist gesunken, das ist positiv für uns, dadurch sinken unsere Kosten, mal den 20 Kilo ergibt uns eine Abweichung von plus 40. Die Verbrauchsabweichung berechnen wir nun als Differenz von der Plan- und Istmenge mal den 30 Euro pro Kilo, die der geplante Preis war. Planpreis ist die Höhe bis hierher. Also Planpreis 30 mal der Differenz aus Menge, also 18 minus 20, hier nochmal mathematisch eingesetzt, ausgefüllt. Und wenn ich das ausrechne, erhalte ich eine Abweichung von minus 60. Warum jetzt Minus? Auch nochmal die Kontrolle. Nun ja, die Menge ist gestiegen. Wir haben mehr Material verbraucht pro Stück. Und das ist natürlich negativ. Wenn wir mehr verbrauchen, dann kostet uns das mehr. Die Auswirkung auf den Gewinn ist negativ. Das Vorzeichen muss negativ sein. Wie gesagt, wenn man sich die Formel auswendig merken mag, dann kommt auch das automatisch richtige Vorzeichen hier raus. Ja, und die Gesamtabweichung bei den Materialkosten können wir nun ermitteln, indem wir diese beiden Abweichungen addieren. Plus 40 minus 60 ergibt uns minus 20 an gesamter Abweichung bei den Materialkosten. Ja, und unsere Aufgabe hier war es, eben aufzugliedern, diese gesamte Abweichung, die man übrigens hier auch schon sehen würde, als Differenz von 540 und 560, aufzuschlüsseln in Preisabweichung und Verbrauchsabweichung. Schauen wir das Beispiel uns noch weiter an. Wir können nämlich jetzt auch noch die Verrechnungssatzabweichung und die Bezugsgrößenabweichung berechnen. Dafür benötigen wir die Angaben, die wir hier bei der Fertigung haben, bei den Gemeinkosten nämlich. Und ganz wichtig ist, wir benötigen hier Stunden, also wieder eine Mengengröße, und wir benötigen hier eine monetäre Größe, in dem Fall den Verrechnungssatz, also was eine Stunde kostet. Und die Grafik, wenn wir die hier ansehen, die schaut ja jetzt ganz gleich aus. Es sind wirklich nur die Größen anders, die auf den Achsen stehen und die tragen im Wesentlichen andere Namen. Es ist halt hier jetzt nicht mehr der Preis, sondern der Verrechnungssatz und hier nicht mehr die Materialmenge, sondern die Menge an benötigten Stunden. Aber ansonsten ist für die Rechnung alles gleich. Das heißt, wenn wir jetzt die Verrechnungssatzabweichung berechnen wollen, das ist eben die Differenz, die dadurch entsteht, dass eine Stunde uns jetzt mehr kostet. Die war geplant mit 70 Euro, kostet uns jetzt aber 72 Euro. Und die Formel lautet wieder die Differenz vom Verrechnungssatz mal der Istmenge. Nun ja, wenn ich das einsetze, 70 minus 72 Euro pro Stunde mal der Istmenge, das sind 6,5 Stunden, die sehe ich hier, dann erhalte ich hier eine Abweichung von minus 13.
wieder die Kontrolle mit dem Vorzeichen. Unser Verrechnungssatz steigt. Eine Stunde kostet uns also jetzt mehr. Und diese Mehrkosten sind negativ. Und durch die höheren Kosten haben wir einen niedrigeren Gewinn. Drum minus passt hier vollkommen und der Wert ist 13 Euro. Als nächstes berechnen wir die Bezugsgrößenabweichung. Die Bezugsgrößenabweichung ist hier ganz analog zu sehen, wie das, was wir vorhin mit der Verbrauchsabweichung gemacht haben. Wir benötigen mehr Menge. Ja, in dem Fall haben wir geplant, 6 Stunden zu brauchen und tatsächlich brauchen wir jetzt 6,5 Stunden. Diese Stunden, das sind eben unsere Bezugsgröße und davon brauchen wir mehr. Nun ja, und wie berechnen wir das? Wiederum die Differenz in der benötigten Menge, also die 6 und 6,5 Stunden, da die Differenz ausrechnen, mal den Planverrechnungssatz. Ja, und somit habe ich 6 minus 6,5 Stunden als Differenz mal den geplanten Verrechnungssatz, weil das ist hier die Höhe. Und ich kann hier nochmal nachsehen, der geplante Verrechnungssatz war 70 Euro und ich erhalte somit minus 35. Wir können auch hier nochmal kurz das Vorzeichen kontrollieren. Minus 35. Naja, wir haben mehr Stunden gebraucht. Wir haben statt 6, 6,5 Stunden gebraucht. Natürlich, und wenn wir da mehr brauchen, verursacht das mehr Kosten und das ist negativ für unseren Gewinn. Zuletzt, wenn ich diese beiden Abweichungen zusammenzähle, also minus 13 und minus 35, erhalte ich eine Gesamtabweichung bei den Fertigungsgemeinkosten pro Stück von minus 48. Und das wiederum hätten wir auch gleich hier bei den Kosten des Produkts XY gesehen, dass die Kosten um 48 ansteigen. Und die gestiegenen Kosten sind negativ für uns, daher minus. Ja, und das war es auch schon zu den wichtigsten Abweichungen auf Kostenträgerebene.